Endlich! Gut. Hüpfen wir mal hier zurück. Und wir sehen schon, hier ist das Haus noch lange nicht fertig. Hier ist es noch im Bau und Johnny hat es ja River versprochen, das Haus fertig zu bauen. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ja. Wie gesagt, Haus noch nicht fertig. Da fehlt noch einiges. Ich wette, sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute darauf wohnen. Ach Mensch. Neil, du bist komisch, ganz ehrlich. Oh, und hier sieht Johnny müde oder traurig aus? Ich weiß es nicht so richtig. Eher müde, oder? Vielleicht geschafft von der Arbeit. Isabelle, wieder ein neuer Charakter. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird dir das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfände, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere sei. Das mag ich nicht. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabel? Nach all den Jahren, darf ich da nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Die Spieluhr, die haben wir im Keller gefunden, kaputt. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. Ich finde, dieses Spiel versteht es sehr gut, mit den Emotionen, mit den Empfindungen zu spielen. Gut, schauen wir mal. Diesmal sind die Oliven das Memento, das dachte ich mir fast. Also wir sehen schon, die Memory Links, die entwickeln sich irgendwann zu Mementos. Und immer der Memory Link, der in einer
Erinnerung 2 links. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier ein Memory Link ist. Immer der Gegenstand, der 2 Memory Links wert ist, der scheint in der nächsten Welt dann zum Memento zu werden. So, hier ist nichts mehr. Mich würde verdammt nochmal interessieren, wer Isabelle ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht seine Schwester. Oder ihre Schwester. Wir schauen mal. Okay. Kommen wir hier drüber? Nee. Okay. Einen Link brauchen wir noch. Schauen wir noch mal hier drüben. Ich will gar nicht so viel reden, weil einfach die Musik so schön ist, dass es eigentlich traurig ist, wäre, die mit Worten zu zerstören. Ach, okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Und wir schauen mal. Oh, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus diesmal. Was haben wir? 3 im Ideal. Ah ja, ich sehe es. Gar nicht so schwer. Okay, dann weiter in die Erinnerung. Okay, jetzt werden wir mehr erfahren, denke ich. Hier sitzen sie alle beisammen. Und wer ist das? Also zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll! Euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an den Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Aha. Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen. Auf euch beide. Genau. Auf uns. Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River, immer noch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Aber wenn sie mit Isabelle zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Hahaha, jetzt bin ich mal wieder der böse Junge, was? Hey, also hast du mit River jetzt diese eine Sache erzählt? Hast du River jetzt diese eine Sache erzählt? Von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja. Viele. Jede Menge. Ha! Ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht, für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagte Isabelle nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist?
Schon. Aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendetwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, das ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja. Sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hast schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendetwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Okay. Moment mal, selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst herbekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich musste nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Ich muss, nicht musste. Okay, ich finde sehr interessant die Bemerkungen zu River. Nicht, dass die Hasen Tag ein Tag ausgebastelt hat, das dachte ich mir schon fast, sondern Menschen wie River, hat Nicholas gesagt. Kann es sein, dass River eine Erkrankung hat, dass sie vielleicht Autistin ist oder sowas, auch wenn sie wenig redet? Das würde ja halbwegs passen, dass sie vielleicht in ihrer eigenen Welt irgendwo lebt. Und am Ende ist Anya vielleicht gar nicht echt, sondern vielleicht ist Anya eine erfundene Person. Vielleicht gibt es Anya gar nicht. Vielleicht ist sie nur ein unsichtbarer Freund sozusagen. Noch nicht. Okay, reden wir erst mit dem Wirt, mit dem Gesichtslosen. Ich finde das interessant, dass wir diesmal auch an einem ganz anderen Ort sind. Hallo, was das sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bitte ein Glas Oliven mit Karte zahlen, na klar. Scheck. Tut mir leid, Scheck nehmen wir nicht, Text nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf's sein? Takchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Na, danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ach, mach dich locker. Das war aber eine geile Nummer, muss ich schon sagen. Es hat mir gut gefallen. Einfach mal reset. Okay, damit sind wir jetzt sichtbar. Das heißt, wir können jetzt auch. Sitzt hier noch jemand? Das heißt, wir können jetzt auch, denke ich, mit Johnny reden, genau. Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen. Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall! Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Iva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt! Oder kann wohl jemand keinen Alkohol leiden? Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Nee, wegen den Oliven bestimmt. Schön. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Oh, herrlich. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen.
Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Ach, das Stück. Und anhalten. Das Musikstück, alles klar. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir also das Musikstück für River wahrscheinlich ja als Memento. Schauen wir doch mal. War eine elegante Lösung, muss ich sagen. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu... Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Rückschlag! Was ein Kunde. Neil, ernsthaft. Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Okay, dann lass uns mal starten. Wir bereiten das Memento vor. Und ich hoffe, es wird nicht allzu schwer. Okay. Was ist jetzt... jetzt muss ich erst mal schauen, was denn hier richtig ist und was noch nicht aktiviert. Oh Gott, ich kann es gar nicht erkennen so richtig. Was ist denn hier noch nicht aktiviert? Diese hier wahrscheinlich. Mal so machen? Okay, alles klar. Die sind aktiviert, die nicht. Hier am Rand kann man es gar nicht sehen, finde ich. Wir machen mal so. Ah, jetzt habe ich wieder zwei. Shit. Ja, diesmal wird es eine verkorkste Runde, das sehe ich schon. Ach, scheiße. Ich habe es wieder... Ich sehe es nicht. Ich kann es gar nicht richtig sehen. Kann ich das denn eigentlich irgendwie wieder zurückstellen? Nein, du solltest gar nicht... Ey, das war gemein. Ich wollte gar nicht, dass du hier aktivierst. Verdammt. Das Problem ist, ich kann irgendwie nicht so richtig erkennen, welche aktiviert sind und welche noch nicht. Jetzt haben wir es aber, glaube ich. Ja. Ja, mit 6 plus, verdammt. Das war natürlich extrem viel. Das war gemein. Ich hätte es bestimmt ordentlich hingekriegt, wenn ich ordentlich hätte sehen können, welche aktiviert sind und welche nicht. Aber egal, scheiß drauf. Wir gehen in die nächste Erinnerung. Ja, Memento aktivieren. Ach nein, es war gar nicht das Musikstück, es war ein Brief. Kann das sein? Wir werden es gleich erfahren, denke ich.